Die richtigen Autos. Von BMW V8 bis Porsche Turbo. 2,8 Liter weißen, in schwarzen Leder BMW V8. Damit ging es dann los. Und dann ist man ein bisschen bei BMW geblieben und bessere Klassen und eine 7er Reihe dann angefangen. Und dann hat man sich dann auf das Sportliche dann gelegt. Also weil das, der Geldbeutel wurde auch ein bisschen fetter. Und dann, es war ein schwarzer Turbo Porsche und mit schwarzen Leder und basta. Und dann so, war ein gutes Schmuckstück. Also braucht man nicht viel machen am 911er was verändern. Ne? Der hat da beinhaltet Klasse für sich. Und das war auch in Ordnung. Den hat man dann nach so 2 Wochen vom Top 10 aufvergammeln lassen und mit Straßendreck. Das ging ja dann so am Arsch vorbei, ob du dann eine Mobkarre hättest oder einen Turbo. Das war nur eben wieder zum Balzen oder zum Ausführen oder wenn du mal am Wochenende wieder jemand spazieren gefahren hast. Da kam das natürlich gut, mit so einem Huf rumzufahren. Feines Tuch. Wie eine Mancherie-Packung. Ja, ja, ganz korrekte Abteilung. Ne? Also für den Kulturstrich, Krawatte. Ne? Ich habe immer ausgesehen wie eine Mancherie-Packung bei meinem 50er Hals. Ich hatte ja meinen eigenen Schneider, Max Warner. Und das war ja die Zeit, wo man mit dem breiten Revers rumgehüsert ist. Und was jetzt wieder in das Nadelstreifen. Was ist Mode? Es wiederholt sich wie Sommer und Winter. Ne? Schmuck stört. Eine gute Uhr reicht. Ich habe überhaupt keinen Schmuck getragen. Ich habe die Dinger, mich hat das angeht. Man hat, kriegt das von den Frauen gerne geschenkt. Weißt du, so Ludenketten. Aber die haben mich beim Lecken gestört oder sonst was. Die habe ich bei jedem Nachttisch vergessen. Das wäre unmöglich gewesen. So ein Zauberbimbam um den Hals. Eine gute Uhr und dann eine Sense für einen Mann. Ne? Eine gute Uhr, die irgendwo einen Charakter hat, die sportlich, die was aussagt. Und es gibt etliche Namen. Du kannst eine Tissot nennen, du kannst alle Uhren nennen, die du willst. Eine Rolex ist in Ordnung. Nur wie gesagt, wenn sie ein Gelbkult ist, dann ist sie schon wieder affektiert. So, das muss ich nun nicht haben. Für 24.000 Mark immer ein Öhrchen am Handgelenk, ne? Aber da bestand auch die Mutter drauf, die Stoßmutter. Also mein Kerl nur vom Feinsten, im Tuch und an der Handgelenke, ne? Immer auf der Überholspur. So feiert man Geburtstage. Geburtstagsfeiern sind eigentlich leicht zu erklären. Also wichtig war, dass ein großer Tisch war, dass wir Platz hatten. Und da wurde im Vorfeld schon mal in der Kneipe, wo wir es feiern wollten oder bei diesen Restaurant einen Festpreis ausgemacht. Ja, also das heißt, wir bezahlen Flasche oder sonst was. Es war ja kein Kindergeburtstag, da sind ja Getränksleute aufeinander gestoßen. Ne? Immer nur auf der Überholspur sind wir gefahren. Ne? Die Herbertstraße. Da sind die Damen sehr feinfühlig. Herbertstraße funktioniert so, dass ich, von meiner Seite ist gar nicht viel. Da haben die Jungs nichts verloren. Da gibt es nur weibliche Wirtschafterinnen, da dürfen sich gar nicht aufhalten, auch die Chefs nicht. Kommen natürlich vor, man muss ja auch Schutz gewährleisten. Ja, das ist ganz einfach. Die sitzen da, kloppen, wenn sie an Ende und kommst du ran und dann machst du, verhandelst den Kurs und dann gehst du nach oben auf die Treppe. Ist wichtig, dass sie vor dir läuft, weil du in den Arsch ziehst und das macht dich schon heiß, bist zahlungswillig. Die hohe Kunst des Anschaffens, sprich von der Sicht der Perspektive der Dame, liegt daran, dass sie am Fenster dir ein tolles Angebot macht. Nennen wir das mal 50 Euro. Ich mach dir alles, du bist mein Typ und dich mache ich gerne, Blatt. Ich gehe auf deine Wünsche ein. Wenn du dann oben drauf sitzt, wie ein frisch verhörter Nacken, ne? Du weißt, wie sich ein Mann fühlt und die Dame vor dir rumhusert. Und dann sagst du, was soll ich denn näher eingehen? Und dann gehen wir ins Eingemachte und das heißt nachkobern. Das ist die hohe Chance, dass sie nicht mit dem Festpreis zufrieden ist, dass du nachlegst, weil sie dich jetzt ein bisschen kennt. Und da sind die sehr feinfühlig, die Damen, die wissen schon, was los ist. Oder wenn sie dich ein bisschen rangelassen haben, ne, an den kleinen Fixlitz, dass du dann eben auch bereit bist, als Turniertänzer noch ein bisschen zuzulocken. Und das ist das Nachkobern. Also wenn du mit 50 gefangen worden bist, hast 250 da gelassen, war sie ganz gut. Der Trick mit den Visitenkarten. Den richtigen Riss gemacht. Ja, der Visitenkarten hast du drucken lassen. Ne? Irgendwo mit einem frechen Vers oder das war ja das so. Wenn du da 20 verteilt hast und 2 rufen abends an, da hast du doch schon einen richtigen Riss gemacht. Ganz kev, ruf mal an, melde dich oder sowas. Ganz Sachen. Also ich brauche da nie zum Übertreiben. Andere haben da übertrieben in der Faltkarte und Konterfei. Das war einfach nur eine schlechte Telefonnummer. Das war ja nichts für Blinde. Der Kiezkönig erklärt. Hauptfrau. Eine Hauptfrau ist die, mit der du zusammen wohnst. Also wenn es überhaupt, oder du dich verstärkt arrangierst, um sich bemühst oder kümmerst. Ich hatte immer eine Frau, mit der ich gewohnt habe. Das ist auch, das sagt man eben so, salopp meine Hauptfrau. Ne? Oder Nummer 1, ich meine Viertpartie, die kommt vor Hunger nicht in Schlaf und so ein Rotz. Ne? Der Kiezkönig erklärt. Küken. Küken, das du anlernen musst, ne? Das überreißt man, die dir viermal der Woche dich nervt, nicht, weil sie die Freier nicht abkann und sowas. Das sagen die immer alle am Anfang.
Na, der stinkt, der riecht, der müft aus der Hüfte, der hat Schuppen drauf und will das und das. Und nachher haben sie die Patienten an der Eier, so ist es nun mal. Der Kiezkönig erklärt. Hügel. Hügel ist das, was, also wo man sagen, du dich jeden Tag ab wie so ein Bierkutscher von der Arbeit. Und du liegst dann im Bett und wenn du morgens wach bist und da liegt ein Hügel da, gab es ja immer, dass man hat sich dann geeinigt, dass man das irgendwo in eine Schublade oder so Punge hat, dass man das nicht. Aber wenn die Kaffeetasse schief gelegen hat, da war ein Hügel da. Ne? Also sonst nicht da irgendwo so ein Flachgewichser halber oder so. Ne? Das war schon ein bisschen fett da. Ne? Hat einen Hügel angeschafft. Das sind so Redensarten. Ne? Man hat ja auch so ein bisschen das Kurzfassige. Ne? Ja. Der Kiezkönig erklärt. Riechbesen. Riechbesen sind natürlich Blumen, Mensch. Das ist ja wohl klar. Also, kannst du dir vorstellen, wie ich abkühlen soll, wenn ich mit so einem Riechbesen über die Straße rennen sollte. Also sowas verloren. Ich habe nur mein Leben lang einer Frau Blumen geschenkt. Das war meiner Großmutter. War ich einmal eine Woche da mit dem Riechbesen. Der Kiezkönig erklärt. Blockschulden. Geht es darum, dass sie bei mir einen festen Satz hatte, also sagen wir mal 80 Mark Miete jeden Tag. Ja, und darauf, da gab es welche, die haben Blockschulden, also die haben nicht ein Freier gehabt, sondern die haben Mietschulden gehabt, Blockschulden hieß das. Und wenn, kannst du dir vorstellen, wenn die ganze Woche nicht zusammen keinen gehabt hat unter der Presse, hat die Blockschulden gehabt, ne? So, und dann hat man den Hahn mal angerufen, ich sag, hier, deine Mutter kommt nicht in Wallung, sieh mal zu, dass du die Blockschulden gerade machst. Der Kiezkönig erklärt, Mausen. Ja, Mausen ist Clown. Ich will nicht bemaust werden von dir, alten Gurke. Ich bin schlau genug. Der Kiezkönig erklärt, abküren. Abküren ist das, wenn du dir jetzt eine gute Rüstung angezogen hast, gehst auf eine Party oder irgendwelchen gesellschaftlichen Treffpunkt und kürst ab. Also stehst nicht nur doof wie eine Salatgurke in der Gegend rum, ne? So lacht nur der Kiezkönig. Nachwuchsförderung. Jagdfieber unter der Presse. Wenn du jetzt dein Jagdfieber gepackt hast und hast gedacht, ja, die Mutter eignet sich für den Job, und dann hast du natürlich das Quatschen angefangen. Und dann kannst du natürlich eine Note 1 bis 6 einfahren. Dann bist du eben richtig aus dir rausgekommen. Und wenn sie unter der Presse zufrieden war, dann hat man sich wieder getroffen und dann hat man dann irgendwo seine Märchenstunde eröffnet. Ich habe ja gehört, du bist auf St. Pauli jemand. Ich habe da eine Zimmervermietung im Aerosender. Ja, kann ich da mal mit durch? Ich sag, ja, ich habe da Angst. Das zählt die Neugier. Die Neugier und Leidenschaft sind die Quellen sexueller Potenz. Und das wuchert bei den Weibern im Fundus drin. Und dann, ja, dann habe ich sie mit oben und dann hat sie die Elfi die mit ihrem mütterlichen Charakter. Koch nett und Käffchen darf sein, da gab es einen kleinen Keks auf dem Tassenrand. Ach, hast du schön. Und mein Salon war ja auch heimlich. Afrikanische Schiefer, Eichenecke. Ja, also haben sie massen nicht zu Hause gehabt. Und dann hatte ich Baldachin, alles von Erwin Ross machen lassen. Ja, und dann ist es so, bleib doch mal hier am Tag. Nein, also ich kann mich doch hier. Nee, dann sind sie geblieben. Dann hast du so, weißt du, wenn sie dann über die Brücke den ersten Hasentod, sprich Jägermeister, gesoffen haben, dann waren sie dann, ach guck mal, was sie. Ja, und dann die anderen Weiber sind ja länger wie die nach Finster, die da schon aggert. Die wollen ja nicht sofort. Auch auf. Guck mal, was ich hier habe. Zieh doch mal den Stringtanger an. Mensch, das steht ja aber. Und dann werden die Pems noch rausgekrabbelt. Da siehst du schon, wie sie geht. Nun komm mal für eine halbe Stunde auf hoch. Nur mal als Gaudi. Ja, dann, ja, so geht's nur los. Sukzessive wird sie dann weichgebabbelt. Und dann ist sie da. Und dann siehst du am zweiten Abend, wie sich dann schminkt wie Greta Garbo und schon richtig zitterig wird im Geschlitz. Ne? Und Runde hopst. Na, alles im Lack, mein Freund? Die Mailbox-Ansage. Na, alles im Lack, mein Freund. Wir haben 4 Frauen in der Tagesschicht. Alle am Arbeiten. Da ist keiner zu sprechen. Und jetzt? Geh weiter! Ich hab keinen Bock auf die Arschlöcher hier!